Okay, ich weiß, dass du dich hier versteckst und dass du unsichtbar bist. Und du hast 5 Sekunden, um mir zu sagen, was zur Hölle mit meinem Freund passiert ist. Sonst... Sonst was, du Trottel? Sonst stelle ich dich meinem Freund vor, Hasuls linker Hand. Dazu musst du mich erst kriegen, du dämlicher Hurensohn. Was kann ich machen? Hier ist was. Aua! Ha! Nimm das, du Schwein! Weil ich das jetzt angefasst habe, oder was? Ich frage mich, was man mit einem Föhn macht, wenn man sich selbst nicht sehen kann. Aua! Okay, hast du genug, Mistkerl? Hör mal auf! Ach, Marty. Der Gestank dieses Wäschekorbs könnte ein verwestes Pferd wiederbeleben. Aua! Pass auf, wo du hintrittst, Tölpel! Kriegst du das nie? Warum hebe ich ständig so ekelhaftes Zeug auf? Stimmt was nicht mit mir? Aua! Ha! Nimm das, du Schwein! Was haben wir noch? Steckdose. Aua! Ha! Nimm das, du Schwein! Ich sehe Funken. Scheint nicht besonders sicher zu sein. Aua! Hast du genug, Mistkerl? Was haben wir hier? Aua! Pass auf, wo du hintrittst, Tölpel! Ich werde mir das nicht ansehen. Ja, dann benutze es. Aua! Ha! Nimm das, du Schwein! Was war das? Steckdose an. Bei den Föhn vielleicht mit der Steckdose? Aua! Ha! Mann. Nimm das, du! Das ist ein bisschen lästig. Jetzt sind wir beide unsichtbar. Oh, Scheiße! Ich sehe Funken. Scheint nicht besonders sicher zu sein. Ha! Dein Vorteil ist dahin, Trottel! Was? Nochmal? Jetzt sind wir beide unsichtbar. Oh, Scheiße! Warte mal. Jetzt kann ich deine dreckigen Füße im Wasser sehen. Oh, ja. Scheiße! Jetzt kann ich mich verteidigen, oder? Bin unsichtbar. Das ist deine letzte Chance. Gib auf, oder ich grille deine Nerven mit einem Kurzschluss von 220 Volt. Warte, Champ, warte. Ich gebe auf, aber tu das nicht. Ups. Ja! Tut mir leid, aber meine Hände sind total glitschig wegen dem verdammten Fett. Oh, Kumpel, du hast mir echt für einen Moment die Lichter ausgeknipst. Ich sehe immer noch Sterne. Warum hast du das gemacht? Naja, du warst nicht gerade kooperativ. Wir wollen wissen, was mit Doc Mendonça geschehen ist. Was hast du mit ihm gemacht? Du verschwendest deine Zeit. Ich weiß nichts. Ich kenne meine Rechte. Ich muss dir keine Scheiße erzählen, die mich in Teufels Küche bringt. Okay, also warum hast du den Mann im oberen Stockwerk ermordet? Das ist ganz eindeutig der Grund, warum du und Doc dort gewesen seid. Ermordet? Ich war das nicht, Mann. Du beschuldigst den Falschen. Wenn du ihn nicht ermordet hast, warum warst du dann überhaupt in dem Hotel? Was ist das denn für eine dämliche Frage? Ich arbeite dort. Reicht das nicht als Erklärung? Er ist nicht kooperativ. Ich muss wissen, was er verschweigt. Selbst wenn er nicht der Täter ist, weiß er mehr, als er zugibt. Vielleicht hat er wichtige Informationen über das, was hier vorgeht. Fangen wir oben an. Was hast du mit Doc gemacht? Wo ist seine Leiche? Moment, Moment, Mann. Keine voreiligen Schlüsse. Woher weißt du denn, dass er tot ist? So war das nicht. Wenn es nicht so war, musst du zumindest irgendwas gesehen haben. Sehe ich aus wie sein Babysitter?
Er bekam wahrscheinlich Ärger, weil er sich nicht um seinen eigenen Kram gekümmert hat. Genau wie du. Oh. Aua, wofür war das denn? Schluss mit dem Scheiß. Das Leben meines Freundes steht auf dem Spiel. Du sagst mir jetzt alles, was du weißt. Okay, okay, aber viel ist das nicht. Und selbst wenn ich die Wahrheit sage, würdest du mir nicht glauben. Es ging wahrscheinlich um den Besitzer des Motels. Der Typ hatte echt ein übles Mojo. Das Licht ging aus und plötzlich war dein Freund weg. Plopp, einfach weg. Vielleicht hat es was mit dem Besitzer zu tun. Vielleicht war es... War was? Ich weiß auch nicht. Keine Erklärung ergibt Sinn oder lässt mich unschuldiger erscheinen. Das ist doch schon mal was. Ach, Doc hatten wir schon. Warum hast du den Mann im oberen Stockwerk ermordet? Der Mann im oberen Stockwerk hatte einen Namen. Er hieß Roger und ich habe ihn nicht ermordet. Also hör auf, mit dem Finger auf mich zu zeigen und steck ihn dir tief in den Arsch. Wenn du ihn nicht ermordet hast, warum hat Doc dann gegen dich ermittelt? Wenn ich ihn ermordet hätte, warum hat er mich dann nicht sofort festgenommen? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, wir bleiben hartnäckig. Vielleicht wusste Doc nicht, dass du es warst. Aber du bist immer noch unser einziger Verdächtiger. Dann solltest du vielleicht langsam nach einem anderen suchen. Ach ja? Nach wem denn? Wie gesagt, du bist der einzige Verdächtige. Hast du schon mit den anderen gesprochen? Welche anderen? Tja, Roger bekam einmal im Monat Besuch von zwei Männern. Er war immer sehr nervös, wenn sie auftauchten. Aber das war nicht das Einzige, das ihm die Haare zu Berge stehen ließ. Da gab es noch diesen Fluch, den er hin und wieder erwähnte, vor allem in stürmischen Nächten. Etwas aus seiner Vergangenheit hat ihn verfolgt, aber ich weiß nicht, was genau es war. Kannst du mir wenigstens sagen, wer diese Männer waren, die ihn besucht haben? Tut mir leid, Kumpel, da bist du auf dich allein gestellt. Ich weiß gar nichts darüber. Aber es war mit Sicherheit was Halbseidenes. Also habe ich mich um meinen Kram gekümmert, damit ich nicht in so ein Verhör gerate. Aha. Damit lässt sich tatsächlich arbeiten. Haben wir schon alles? Dann haben wir die letzte Frage. Was genau hast du in dem Hotel gemacht? Was ist das denn für eine dämliche Frage? Ich arbeite dort. Es ist ja nicht so, dass ich... Nicht so, dass du was? Gar nichts. Was sollte ich außer Arbeiten sonst machen? Ich weiß nicht. Warum sagst du es mir nicht? Na, sag's mir doch mal. Was? Glaubst du, da ist noch was? Ist es nicht? Na komm schon. Hör auf, Kumpel. Und starr mich nicht so an. Ich kann auch Pasul doch mal losschicken. Okay, okay. Ich geb's zu. Ich arbeite in Motels, weil Typen wie ich dort viele Vorteile haben. Ich kann die Zimmer betreten, ohne dass mich jemand bemerkt. Und ausspionieren gibt mir einen Kick. Hin und wieder klaue ich auch was. Oder reibe ihre Zahnbürsten über meine Sachen. Und? Geht dich das irgendwas an? Ich wollte eigentlich mehr wissen, aber so viel auch wieder nicht. Ja, danke. Ah, cool. Ja, wir haben's okay, einmal ich hab genug gehört. Ich sag dir jetzt, was meiner Meinung nach passiert ist. Du bist deinen Geschäften nachgegangen und hast andere Leute beklaut. Und Roger, der Besitzer, hat dich dabei erwischt. Du hast ihn umgebracht, weil er zu viel wusste. Dann kam Doc und hat am Tatort ermittelt. Also musstest du auch ihn beseitigen. Ich hab's doch schon gesagt. Ich hatte damit nichts zu tun. Du hast zwei andere Männer erwähnt, aber kann irgendjemand ihre Existenz bezeugen? Da gibt's im Moment nur deine Aussage. Und die steht auf wackeligen Beinen. Warum kann nicht dein Boss den Mord begangen haben und dann ausgerastet sein? Mein Boss saß in einem Käfig, schon vergessen? Er konnte niemanden ermorden. Hör zu, ich weiß, wie die Sache aussieht. Aber selbst wenn ich die Wahrheit sage, würdest du mir nicht glauben. Das behauptest du immer wieder. Du solltest es ausprobieren, denn es sieht wirklich nicht gut für dich aus. Okay, ich habe ja schon erzählt, dass ich meine speziellen Talente dazu benutze, andere Leute auszuspionieren und Sachen aus ihren Zimmern zu stehlen. Das war im Motel Romero auch so,
aber ich habe noch nie in einem mieseren Laden gearbeitet. Fast keine Gäste, nie. Und die wenigen hatten Angst vor dem Besitzer. Er wollte gar nicht furchterregend sein, aber er kam immer rüber wie ein Irrer. Meistens war er nur ein aufgeblasener Witzbold, aber manchmal wurde er dabei richtig unheimlich. Er war besessen von Zigeunerflüchen und wer sich in das Motel verirrte, bekam sofort Angst und ging wieder. Mir war das egal. Jedes Monster mit mehr als 2 Gehirnzellen weiß, dass es keine Zigeunerflüche gibt. Ich habe also nicht darauf geachtet. Was ist mit den 2 Männern? Waren das Stammgäste des Motels? Die 2 Männer sind dort nie abgestiegen. Sie haben einmal im Monat meinen Boss besucht. Roger war immer ganz zittrig, wenn sie auftauchten. Ich weiß nicht, wer sie waren, aber sein Wahn mit den Zigeunerflüchen ging förmlich durch die Decke, wenn der Besuch näher rückte. Nachdem ich mir diese Scheiße eine Weile angesehen hatte, ging ich eines Nachts in sein Zimmer, um die Kombination für seinen Tresor rauszukriegen. Wie ich vermutet hatte, war nichts Wertvolles drin. Nur ein paar alte Fotos und eine Büste. Auf einem der Fotos sah man ihn in jungen Jahren mit irgendeiner Braut. Das Foto war echt alt. Mindestens 30 Jahre. Er war damals noch nicht mal dick. Er wirkte sogar durchtrainiert. Ich nahm das Foto mit, weil ich dachte, dass es für ihn bestimmt wertvoll ist, wenn er es im Tresor aufbewahrt. Das ist Nadja. Sie sieht heute noch genauso aus. Vielleicht hat ihn das verfolgt. Sein Zigeunerfluch. Aber wie ist das möglich? Einige Tage später, ich kümmerte mich gerade um meinen Kram, sah ich etwas, das nicht möglich war. Sie. Genauso jung wie auf dem Foto. Eine Frau mit grün schimmernden Augen, der schrillen Stimme einer gequälten Seele und verfilzten Haaren so schwarz wie die Nacht. Der Geist des Zigeunerfluchs. Das konnte einfach nicht sein. Der Fluch war real. Der Geist war real. Und er war hinter ihm her, denn als ich oben an der Treppe angekommen war, hatte jedes Leben seinen Körper verlassen. Ohne Wunde, als wäre er leer gesaugt worden. Und als dein Boss auftauchte, kam sie zurück. Im flackernden Licht leuchtete ihre Haut wie der Mondschein. Mein Herz hörte auf zu schlagen. Und als sie wieder verschwand, war auch dein Boss weg. Nehmen wir an, ich glaube dir. Dann bleibt noch eine Frage. Warum hast du mich hinter der Tür eingesperrt? Das war ich nicht, Kumpel. Ich hatte eine scheiß Angst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war viel zu beschäftigt. Ich zog mich aus, rannte raus und versteckte mich in deinem Kofferraum. Okay, das war's dann wohl. Ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber ich werde in dieser Sache den toten Roger verhören. Pazul, auf zu unserem nächsten Ziel. Das ist die richtige Einstellung. Zurück zum Motel Romero. Wir müssen einen Geist verhören. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Laut Buch muss ich zuerst einen Kreis malen. Jetzt die Kerze anzünden. Das ist mein letztes Streichholz. Daumen drücken. Riecht nach Bacon. Wahrscheinlich überlagert das Fett den Zimt. Naja, wird schon funktionieren. Also, Pazul, das ist jetzt wichtig. Wenn du siehst, dass die Kerze langsam erlischt, musst du mich aufwecken. Denn sonst sitze ich möglicherweise für immer bei den Geistern fest. Lies jetzt laut vor. Klaatu, Barada, Niktu. Und jetzt Schwarzpulver. Wenn ihr den Zauberspruch erkannt habt, aus welchem Film, schreibt es in die Kommentare. Naja, ich hätte mir denken können, dass es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. Ihr Zweiter! Ja, ihr! Ihr wartet hier, während ich rausfinde, was jetzt zu tun ist. Bin gleich wieder da. Einfach hier warten, okay? Iss was, wie in Iss was, Häuptling?
Willkommen im Land der Toten. Oder im Limbus. Du kannst es nennen, wie du willst. Ich bin gar nicht tot. Erste Phase, Verleugnung. Bevor wir dir bei deinem Zustand helfen können, musst du akzeptieren, dass du einen Zustand hast. Nein, du verstehst nicht. Ich habe ein Ritual durchgeführt, um auf die andere Seite zu kommen. Oh je, wir haben hier einen Kultisten. Also schön, du hast nur einen existenzialistischen Schluck auf. Wir können dir helfen. Gut. Übrigens, wer seid ihr? Wir sind die globale Untergrundbewegung für spektrale Aggressionsbewältigung. Oder kurz GUPSA. Das kann nicht stimmen. Wir können dir bei der Bewältigung deiner Alltagsprobleme helfen. Wie zum Beispiel der Interaktion mit der physischen Welt. Es gibt Kurse, wie man in einem Raum das volle Poltergeist-Programm aktiviert oder vermeidet. Ektoplasma. Das unangenehme Gespräch, das deine Eltern nie mit dir geführt haben. Du wirst feststellen, dass die Dinge auf dieser Seite des Lebens bzw. der Abwesenheit davon ein wenig anders laufen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Worin genau bestehen die Unterschiede? Nun, im Moment kannst du so gut wie gar nicht mit der physischen Ebene interagieren. Du kannst vielleicht ein paar Türen öffnen, sofern der Wind mitspielt. Aber um wirklich mit etwas interagieren zu können, musst du es übernehmen. Und für eine Übernahme brauchst du jede Menge Wut und Übung. Und genau das machen wir hier. Wir lernen, unsere Wut zu lenken, um mit der physischen Ebene interagieren zu können. Hier, nimm diesen Hammer als Geschenk. Und arbeite daran, ihn in der Hand zu halten. Du kannst dich zu uns setzen und üben. In 100 Jahren bist du dann vielleicht wütend genug, um zwei Objekte gleichzeitig zu halten. Aber Vorsicht! Zu viel Wut ist gefährlich. Richtig. Wenn du deine Gefühle nicht kontrollierst, fährst du möglicherweise bei irgendwas das volle Poltergeist-Programm. Dann sitzt du in der Falle. Das muss ich erstmal verarbeiten. Keine Sorge. Du kannst mich alles fragen. Wir Toten müssen doch zusammenhalten. Danke.